Und hoch. Endlich machen die Männer mal das, was ich will. Ja, es wiegt 33 Kilo. Es hat aber einen Grund. Es hat zwei riesen Akkus mit drin. Es ist von Riese und Müller. Es ist vollgefedert und es macht so ein bisschen den Eindruck, als könnte man damit ja durch die ganze Welt fahren. Ich glaube aber, dafür sind sie gebaut. Es sind also Fahrräder, die wirklich für die nächsten 20, 30 Jahre gebaut sind, die man auch vererben kann. Ist das denn beim Bosch-Motor, ist das von der Langlebigkeit möglich? Kriegt man auch entsprechend genug Ersatzteile und so? Grüße ich erstmal. Ja, hi. Also gerade bei Bosch haben wir die Ersatzteile wirklich mal mindestens 10 Jahre vorrätig, eher länger, eigentlich immer länger. Und auch wenn mal was dran sein sollte, bei Bosch überhaupt kein Problem. Also das ist ein Rad und auch ein Motor für die Ewigkeit definitiv. So, dein Name? Tobi. Tobi. Du bist der Lucien. Hi. Grüß dich herzlich. Ja, Hallo. ich ziehe mal meinen Weitwinkel wieder zurück, dass wir ein bisschen mehr sehen. Es ist ein wunderschönes Rad, aber die Leute werden jetzt wieder schimpfen, werden sagen, über 10.000 Euro, das ist ja eine ganze Menge Geld. Ihr sagt aber, es muss ja nicht das sein, es kann ja auch ein anderes sein. Es geht los bei Riese und Müller um die 4. Genau, mit dem Swing und beim Roadster sind wir so bei 4.000 und ein paar zerquetschte. Hier haben wir das Riese Müller Hommage, das heißt, das ist ein Tiefeinstiegs-Fully. Und wir haben jetzt hier ja, die absolute Top-Top-Version mit Rohloff, mit Doppel-Battery vorne, also mit der GX-Option, das heißt besseres Fahrwerk und Reifen. Also hier ist wirklich alles drin mit der Tasche vorne, dem Frontloader und dem RX-Chip fürs Tracking. Mehr geht halt nicht mit dem Neon-Display. Also hier ist halt volle, volle Hütte. So, wir müssen ein paar Sachen erklären. Denk immer dran, die Leute sehen das Video vielleicht zum allerersten Mal. Riese und Müller, deutsche Marke. Genau, deutsche Marke. Die CEOs und Gründer sind halt und Inhaber noch, beziehungsweise Inhaber, ja, die sind Maschinenbauingenieure und die sind halt wirklich darauf bedacht, innovative, langlebige, nachhaltige Produkte zu produzieren, die halt auch ein bisschen anders sind und halt sehr wertig sind von der Qualität. Also wir reden ja hier von einem Kraftfahrzeug, das keine Zulassung benötigt, kein Schild, was von der Geschwindigkeit ist wie früher die Mofas oder auch schneller, man kann ja treten. Es kommt doch immer mehr und mehr wie diese praktisch Mopeds, die wir früher hatten mit den Pedalen, dass die Leute, ich sag mal, das hier ohne Batteriebetrieb wahrscheinlich selten fahren werden, oder? Ganz ohne. Ja, also gerade bei dem Rad, wo wir jetzt dann auch zwei Batterien verbaut haben, da macht es auch wenig Spaß, das ohne Batterien zu fahren. Das ist was, ja, das ist ein Elektrofahrzeug, ja. Trotzdem ist es ein Riesenunterschied, wenn ich nur einen Gasgriff drehe. Ich habe das jetzt gehabt, ich habe ja jetzt ein Moped gehabt dabei. Also das hatte keine Pedale, hinten Kennzeichen drauf. Vom Fitnessfaktor her ist das immer noch richtig Fitness hier. Also wenn du da reintrittst, du musst dich bewegen. Also es fährt nicht von ganz allein. Ja klar, ist halt ein Pedelec, das heißt, der Motor unterstützt dann, wenn ich halt reintrete. Und ich kann ja auch regeln, wie sehr er mich unterstützt. Und gerade mit dem Display, was hier jetzt verbaut ist, kann ich mir halt auch anzeigen lassen, welche Wattleistung ich drauf gebe, wie viel der Motor drauf legt. Also Sport machen ist damit auch kein Problem. Also wir versuchen mal so ein bisschen einzugrenzen, für wen denn sowas ist. Das kann man gar nicht so genau sagen. Das sieht erstmal aus wie so ein Briefträgerrad, also von der, ich sag mal, Robustheit her. Die fahren ja immer so dicke Dinger mit dicken Rahmen und so. Aber das Geile ist, es ist ein Fahrrad, damit kannst du überall hin. Damit kannst du zum Beispiel ins Gelände fahren, richtig? Genau, also wir haben hier einen Fully, heißt vorne und hinten gefedert, ist durch das Design so relativ geschickt versteckt. Also wir haben einen Dämpfer, der unter dieser ausladenden Schwinge eben verbaut ist. Und ja, dadurch, dass das Rad halt wirklich voll gefedert ist, auch mit ordentlich Federweg, kann man halt auch wirklich grob ins Gelände fahren. Und mit der Bereifung, die jetzt schon ab Werk drauf verbaut ist, ist es auch kein Problem. Das ist maximale Servicefreundlichkeit hier. Also eigentlich werdet ihr fast arbeitslos. Denn bis auf Reifen, Bremsbeläge, Bremsscheiben ist hier nicht mehr viel zu servitieren. Ist das korrekt? Genau, du spielst mit Sicherheit auf den Antrieb an, auf das Getriebe. Hier haben wir eine Rohloff verbaut, und zwar in der elektrischen Variante, die dann mit einem Carbonriemen eben angesteuert wird. Das heißt, sehr verschleißarm. So ein Riemen hält locker 20.000 Kilometer. Und ja, auch die Schaltung an sich ist super, super stabil. Da ist ab und zu mal ein Ölwechsel fällig. Aber ja, darüber hinaus ist da kaum was zu machen. Also Leute, denen zum Beispiel hier die Leistung 85 Newtonmeter geht ja auf die Ritzel, muss man sagen, wenn ich jetzt eine 12-fach hätte. Die kleinen Ritzel sind eigentlich immer kaputt nach einer Zeit. Das ist hier passé. Genau, also hier haben wir ja quasi die klassischen Ritzel nicht, nur die, über die halt
ja, der Riemen läuft und die sind halt super solide. Also da muss man tatsächlich nichts austauschen. Normalerweise geht das beim Fully nicht. Jetzt hat man hier eine spezielle Technik entwickelt, dass der Riemen immer schön gespannt ist. Genau, wir haben hier eine schöne Spannrolle, die über eine Feder eben den Riemen vorspannt. Und da ist er eben auch nicht im Weg von der Schwinge. So, 10.000 Euro. Du musst dir keine großen Sorgen machen um Kunden, denn das ist schon wieder verkauft. Kriegt ihr genug bei im Moment? Ja, also definitiv. Das muss man auch wirklich sagen. Bei Rieso Müller ist es mit Fahrrad nachliefern, Fahrrad bestellen überhaupt kein Problem. Und ja, ist halt wirklich so, das Ding ersetzt halt schon ein zweites Fahrzeug und oft auch mittlerweile schon das erste Fahrzeug. Je nachdem, wie man es konfiguriert, kann man es halt wirklich für alles benutzen. Einsatz ist ja auch in Gegenden wie jetzt in Kaiserslautern möglich. Also man muss nicht in Berlin wohnen, um Fahrrad zu fahren. Fahren wirklich immer mehr Leute Fahrrad jetzt? Definitiv, ja. Also bei den momentanen Preisen, was der Sprit kostet, ja, ist es natürlich die beste Alternative. Ist das nicht nur ein Vorwand, den du mir gerade erzählst, dass die Leute fahren wirklich weniger im Moment? Also ich habe ja hier Firmenkosten, ich muss ja fahren, es bleibt mir gar nichts anderes übrig. Ja, das geht euch ja so ähnlich, aber ihr wohnt ja hier mitten in der Stadt, ihr habt 5 Fahrräder hier, ihr macht gar nichts im Auto oder wie? Einkaufen? Also ganz selten, wenn man mal zum Baumarkt muss, dann überlegt man sich, ob man das Lastenrad benutzt oder mit dem Auto fährt. Aber ehrlicherweise, in der Stadt kannst du eigentlich fast alle Erledigungen mit dem Fahrrad dann erledigen. Und je nachdem, was du für eine Arbeit hast, wenn du da einen Umkreis von 15, 20 Kilometer rund um die Stadt hast, ist ja auch alles kein Problem mehr. Ne? Gut, gehen wir mal ins Detail. Wir wollten eigentlich für jedes Rad 8 Minuten, aber seid mir nicht böse, bei dem Rad hier werden wir in 8 Minuten nicht hinkommen. Es beginnt eigentlich mit der Rahmenkonstruktion. Also der Rahmen ist aus Alu und der ist wirklich sehr stabil. Also wenn ich hier den Gepäckträger sehe, das ist alles ein Guss, oder? Ja, es ist halt ein Rahmen, der wirklich unverwüstlich ist. Also wir haben ein Systemgewicht hier von 150 Kilo, aber das ist halt nur der offizielle Wert. Also ich sag mal so, das ist so massiv hier alles. Da kann man auch schon ein bisschen noch mehr drauf packen, weil die testen das ja auch intern in den Laboren und das ist dann halt der Minimalwert, sag ich mal. Und ja, also man sieht es ja auch schon. Ich bin das Rad mal letztes Jahr auf so einer Messe in München gefahren, auf so einem aufgebauten Trail. Und eigentlich war das so für so Mountainbikes, Fullies gedacht und dann bin ich mal ein bisschen mit drin gefahren. Ja, du kannst damit auch einen Singletrail runterknallen. Also Bunnyhop ist natürlich extrem schwierig dann, aber das Ding bügelt alles weg, alle. Also Feldwege, mich hält da nichts auf. Es ist sehr stabil, du hast mir erzählt, wenn du drauf sitzt. Es sieht so schwer aus, es bewegt sich aber in der Praxis unglaublich grazil. Wenn du mal gerade rausgehst, einfach mal eine Runde fährst. Du bist jetzt, wie groß bist du, Lucia? Knapp 1,80, 1,78, 90. Rahmengröße hier bei dem? Das müsste ein 49er sein. 49, ist das L oder? Nee, das ist ein, das ist der mittlere, der M. M, ja. Okay, super. Also M ist Mittel, L ist der Größe. Okay, nur mal zur Einschätzung. Weil es ist so wendig und so schnell, dass eigentlich die Optik dem komplett widerspricht. Weil es sieht aus wie ein unbeweglicher Panzer, aber es fährt sich wie eigentlich, wie als wäre gar nichts da. So, Lucien, fahren mir keine Leute um. Es ist unglaublich wendig, oder? Ja, definitiv. Und trotzdem ist es halt auch verwindungssteif. Das heißt, wenn du sehr schnell in die Kurven reinfährst, wird ja trotzdem der Rahmen nicht flattern. Das ist so ein Augenmerk, was Rieso Müller immer hat, wenn es um Tiefeinstiegsräder geht, dass sie halt auch in der Kurvenlage sehr stabil sind. Aber du siehst schon, gerade mit den 27,5 Zoll Reifen, man kann halt enge Kurven fahren, es ist sehr wendig, ist halt lang nicht so schwer, wie es aussieht. Was krass ist, ist der Fahrkomfort. Bedeutet ganz konkret, du hast ja hier einen Fully, das heißt, du kannst wirklich mit Vollgas über Bordsteine fahren. Ja, definitiv. Also Bordsteine, Kopfsteinpflaster, irgendwelche Wurzeln, alles kein Problem. So, also da sieht man das Fully nochmal. Drück es nochmal runter, dass man das jetzt nochmal sieht, wie es da ist. Genau, wenn du das Fully? Genau, Fully mal kurz runterdrückst. Also da sieht man die Federung. Ist da jetzt irgendwas zu servitieren? Ist da eine Stahlfeder, Luftfeder drin? Das ist eine Luftfeder. Die sollte man schon regelmäßig mal servitieren. Ich würde mal sagen, so alle 2 Jahre tut es da in der Regel schon, je nachdem, wie man es halt beansprucht. Wenn es wirklich ein sehr viel Fahrender ist, dann kann man es auch öfter machen. Aber ja, maximal einmal im Jahr. Kann da mal Luft rausgehen? Also im Laufe der Zeit? Sehr wenig. Also man sollte es schon kontrollieren. Also so, dann kommt es ja tiefer. Also ich glaube, da ist gar nicht so viel Luft drin im Dämpfer. Weil aber da sind so, glaube ich, auch kleine Nuancen, die machen schon viel aus, oder? Genau, also man sollte sich schon eine Gabeldämpferpumpe zulegen, beziehungsweise hier sogar im Lieferumfang enthalten. So regelmäßig mal kontrollieren, schadet nicht. Ist natürlich nicht so, dass hier jetzt viel Luft entweicht.
Es ist alles vom Feinsten. Das fängt an bei der Lampe. Da ist eine M99 Mini dabei von Supernova. Das ist die Lampe, oder? Ja, ich würde auch sagen, also Mini finde ich nach wie vor ziemlich witzig, dass sie den Namen gewählt haben. Ist halt ein Autoscheinwerfer mit Fernlicht. Also viel besser. Ich sag mal, da ist Fernlicht. Du kannst damit zum Beispiel im Dunkeln fahren, wirklich im Dunkeln fahren im Herbst. Das geht. Ja, du kannst im Dunkeln im Wald auf einem engen Trail fahren im Herbst. Also es ist wirklich eine richtig gute Lampe, die weit ausleuchtet und gerade mit dem Fernlicht, kein Problem. Die absolute Frechheit ist die elektrische Rohloff. Also die normale Rohloff, die war schon nicht schlecht, aber die elektrische, die hat sogar eine Automatik. Sieht man, die Ganganzeige sieht man im Display, oder? Genau. Und man muss auch dazu sagen, die manuelle wird es jetzt auch bald wieder nochmal geben. Das heißt, die Leute, die jetzt eine elektrische Rohloff haben wollen, also die E14, die müssen jetzt auch langsam mal schnell sein, weil es wird wieder ein Comeback von der analogen geben. Ne? Und warum? Weil das neue Bosch E-Bike-System die Rohloff-Kommunikation noch nicht so funktioniert und wir wissen auch noch nicht so ganz, wann das... Das Best 3, meinst du, das neue? Genau. Okay, heißt aber, bis auf die Tatsache, dass ich keine Ganganzeige hätte, könnte ich auch die elektrische nehmen? Ja, die elektrische, da habe ich halt einen Knopf, bei der anderen müsste ich halt wie bei der Enviolo drehen, hätte dann so wie bei einer Nexus, knack, knack, so diese... Hab aber nur einen Zug dann, oder? Ja. Ja, ab und Zug. Also ich habe gemerkt, alles was Züge hat, mag ich nicht mehr, weil irgendwie die Züge längen sich im Laufe der Zeit, die gehen irgendwann mal kaputt. Bei so Elektrik hast du nichts. Hydraulik ist glaube ich auch unempfindlich gegen Züge, die kaputt gehen. Ist auch kein Zug drin. Genau, also ich finde auch, also die E14 momentan, die ist mit Abstand beste Schaltung, also mit Abstand. So, das ist die Schaltung, da sieht man es. Allein die Schaltung kostet glaube ich 2000 lang nicht, oder? Bisschen weniger, ja. Bisschen weniger. 1800 Euro die elektrische. Dann kommt der Riemen. Da gibt es auch verschiedene Qualitäten. Da ist der Top-Riemen drin von Gates, oder? Genau, da ist der Gates CDX drin, also der beste und der widerstandsfähigste. Und das macht halt auch absolut Sinn bei so einem starken Motor. Mhm. Fängt an beim Schloss. Das ist ja dabei. Das habt ihr jetzt reinkonfiguriert. Das Schloss kostet, ich glaube, über 100 Euro mittlerweile. In der Länge, die wir hier haben, sind wir, glaube ich, bei 110 Euro UVP momentan. Also es ist die Summe aller Dinge. Fängt an beim Display, wenn man es denn überhaupt kriegt. Das Display kostet schon ein paar hundert Euro. Ja, genau. Also beim Neon-Display, da sind wir immer schon bei 350 Euro. Und dazu konfiguriert bei Riese Müller 300 Euro, aber im Aftermarket kostet es 350, genau. Das Ding hat zwei Batterien, zeig mal bitte. Das sind die schon, die sind mit drin. Das heißt, die sind nicht verteilt, sondern nebeneinander. Nebeneinander und es sieht halt auf den ersten Blick aus, als wäre es ein Akku, ein großer, aber es sind zwei 600er. Es sieht aus wie ein Moped-Tank, wenn ich ehrlich bin. So, wir machen es mal kurz auf. Es langt aber, wenn der Deckel nur ab ist, glaube ich. Oder geht der auch nicht ab ohne Schlüssel. So, das heißt, da ist der Schlüssel, steckst du rein. Und dann kommt der Deckel. Krass. Ja, das ist schon krass. Das sind die ganz normalen Intube-Akkus. Ja. Mal zwei. Mal zwei, aber man denkt halt so, Also und die Wattstunden, was hat einer? 625 mal 2, also 1300, ja, fast 1300. Ja, 1250. Krass. Das ist halt schon, also wer da jetzt noch Reichweitenangst hat, den kann man wirklich nicht mehr. Also Reiserad am Tag 200 Kilometer, also wenn ich 10 Stunden durchfahren würde, das würde gehen. Ja, also ich denke mal, wenn du halt auf deinen Reisen dann abends sowieso irgendwo Station machst, dann kannst du da auch mal nachladen. Aber ganz ehrlich, man fährt ja auch nicht nur mit Turbo, also die 200 Kilometer. Also ich würde ehrlich gesagt mehr schaffen. Lädt er die nacheinander auf eigentlich? Das heißt, ich brauche nur ein Ladegerät und die sind morgens wieder fit? Du kannst mit einem Ladegerät direkt am Rad laden, dann werden sie simultan aufgeladen oder du nimmst halt die Akkus einzeln raus und lädst sie dann nacheinander. Zweites Ladegerät gibt es auch, oder? Auf Wunsch? Auf Wunsch gibt es das auch. Also ist halt ein Fast Charger mit dabei. Ne? Also Fast Charger ist dabei. 6 Ampere, also das ist nochmal dreimal so schnell wie das Standardladegerät, was auch glaube ich 170, 180 Euro kostet, wenn du es halt so bestellst. Und also hier ist schon auch die Teile, die halt dazukommen. Dämpferpumpe ist nicht Standard, normal ist hier dabei. Schnelle 6 Ampere Ladegerät ist dabei, was knapp 200 Euro kostet. Und halt wie gesagt Schloss, Dropper, also eigentlich ist, also hier ist halt, gibt keine Wünsche mehr übrig, die hier bei dem Rad sind. Und Johnny Watts, ein toller Allrounder, oder? Definitiv. Hier in der Ausführung mit Reflektorstreifen, die auch immer beliebter wird. Ersetzt so ein bisschen die Speichenreflektoren, die man ja... Das erlaubt jetzt. Achso, man braucht keine beim Fahrrad, oder? Also, du brauchst halt Reflektoren, aber die Reflektorstreifen auf dem Reifen ersetzen halt die Speichenreflektoren. STVZO, also das wird ja seltenst kontrolliert, aber wenn, dann muss man auch die Speichenstifte, die man hat, das wissen auch viele nicht, wusste ich witzigerweise bis vor kurzem oder auch nicht, dass mir alle anbringen muss.
Also man muss wirklich dann die ganze Packung eigentlich verbrauchen und kann die jetzt nicht für, wenn man es richtig... Achso, du meinst diese Teile, die an die Speichen kommen. Genau, und dann hast du halt komplett jede Speiche damit voll und dann sieht es dann auch wieder nicht mehr so. Das macht aber keiner. Also sollte man aber, wenn man es genau macht, eigentlich machen. Gut, also ich habe keine Fragen mehr. Das Wichtige ist Probefahren. Wir können jetzt 1000 Sachen, guckt euch bitte noch andere Videos an. Wir haben das öfter schon mal gezeigt, das Ding. Das ist jetzt ein 23er Modell schon? Das ist ein 23er Modell. Da wird sich auch nichts ändern. Also das ist das aktuelle Modell. So, und dann hier vorne Tasche, Gepäckträger. Das ist schön konfiguriert. Das Geniale ist, du kannst dir das Fahrrad weitgehend selbst zusammenstellen auf der Seite. Genau. Ihr habt schöne Fahrräder im Vorlauf, oder? Wir haben nochmal ordentlich reingehauen bei Riesenmüller, also bei der Order, und da ist auch jetzt vieles schon von den neuen Modellen 23 gekommen. Zum Beispiel die Urban-Serie mit dem neuen Fazua Ride 60 Motor, wo wir dann später auch gleich bei dir filmen. Und ja, also wir haben einiges jetzt im Zulauf und einiges schon bekommen. Und das Rad gibt es noch in dem Weiß und ist schon cool, ja. So, hier steht jetzt Name von dem. Das ist das Riesenmüller Hommage Roloff. So, jetzt könnt ihr ja alle euch loslassen in den Kommentaren. 10.298,40 Euro Stand, was haben wir heute? Gibt's 28. September. Um die 6 fängt es an, das heißt, ich habe ein Single Battery. Das will jetzt keiner mehr haben für die 6. Jetzt, wo wir die Roloff elektrisch gezeigt haben, doppelter Akku. Vier Kolbenbremse, also das ist schon, ich sag's ja nur. Ich denke, wenn jemand 6 ausgibt, dann kann er auch 10 ausgeben, oder? Sag ja. Ja. Nee, das war Spaß. Also ist schon viel Geld, aber muss sagen, für viele ist das jetzt die Erfüllung eines Traums. Die sagen, ich brauche kein Auto mehr, ein Auto kostet 40.000 Euro, 50.000 Euro. Und viele sagen ja auch so, dafür kriege ich ein Auto oder ein Motorrad. Ja, aber hier ist das Beste vom Besten neu. Das kann man nicht vergleichen. Das hier ist quasi, wie soll man sagen, das hier ist praktisch die G-Klasse Mercedes. Ja. Kann man schon sagen, oder? Das hier ist nur... Das ist All-Terrain. Das sieht so krass aus bei BMW-Motorrädern, außer einer K100. Oder nein, das heißt Autos zum Beispiel, du kannst ja mit ins Gelände fahren mit der G-Klasse. Genau. Das geht ja hier auch. Das ist absolut, ja, der absolute Allrounder und halt geländegängiger Allrader. So, Bosch Performance CX. Dann, ja, wenn ihr sowas mal testen wollt, einer der größten Riese- und Müller-Händler und einer der ältesten, muss man sagen, ist Konrad bei Greenbikes. Als du 2 Jahre alt warst, hast du den ersten Vertrag unterschrieben, nehme ich an. Nee, ja, ihr habt das Ganze übernommen vor ein paar Jahren? Genau, der Inhaber halt vorher, der jetzt auch noch in Teilzeit bei uns arbeitet, der hat das 94 das Geschäft gegründet in Kaiserslautern. Ist übrigens riesig, wir drehen jetzt gerade in einem Lager von euch. Nebengebäude, genau, dass wir mehr Platz halt haben und auch besser drehen können. Und ja, 96 hat er schon mit Riese Müller dann durchgestartet. Da waren die gerade erstmal ein Jahr, zwei auf dem Markt, ne? Und keiner kannte Riese Müller und ja, hat dann Riese Müller hier in Kaiserslautern aufgebaut, groß gemacht. Und jetzt haben wir es übernommen und machen es hoffentlich noch bekannter und größer. Ne? Ja, seit 1994 die Rufnummer 0631 891489. Ihr seid Riese und Müller Erlebnis Store, das ist was Besonderes. Du passt bitte auf das Fahrrad auf, denn das 10.000 Euro Ding. Meinst du, die Leute sind so mutig, dass sie hier sehenden Auges? Ach, ich glaube, es hat sich ein bisschen rumgesprochen, dass mittlerweile oft GPS verbaut ist. Das ist drin, oder? GPS ist eingebaut. Natürlich, das ist drin. Sollte man auch drauflassen, so ein bisschen zur Abschreckung. Es gibt ja viele, die dann sagen, haha, ich mach's jetzt ab oder so, damit es nochmal ein bisschen cleaner aussieht. Aber kann man halt machen, ja. Lucia und? Tobi. Tobi von Konrad bei Greenbikes in Kaiserslautern in der Glockenstraße 4. Danke fürs Einschalten heute, 28. September. Tschüss. Ciao.